Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crime O'Clock. Und ja, wir starten direkt rein. Wir sind jetzt hier im... Nein, welchem war das nochmal? Das verlorene Zeitalter. Die Kardinalklinge. Ich bin sehr gespannt. Und ich hab Bock. Da wären wir, Detective. Denkt daran, unsere Aufgabe ist nicht nur, dieses Paradoxon zu lösen, sondern auch weitere Einblicke in die Wolpin-Dynastie zu erhalten. Ja, ich weiß. Wolpin-Schmolpin, sag ich da immer. Das Paradoxon, mit dem wir es zu tun haben, entstammt einem Diebstahl. Der Fokus scheint im königlichen Palast zu liegen. Versuche ihn zu lokalisieren und herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Ja, königlicher Palast. Wir gucken mal rein. Oh, da ist es. Hohepriester von Ra. Das ist Uatahor, Hohepriester von Ra, vom Auge dreifach gesegnet. Und was dann? Sturmgeboren, der Ungebrannte. Mein Sprachpaket des Informationszeitalters zeigt sich. Fokussieren wir uns wieder auf unseren armen, verzweifelten Uatahor. Ich kann ihm nicht wirklich böse sein, er hat guten Grund aufgebracht zu sein. Jemand hat eines der heiligsten Relikte unter seiner Obhut gestohlen. Die legendäre Kardinalsklinge. Oh nein, Injektion. Du hast dein Wort gehalten. Du hast mich nicht bei Eve erwähnt. Gut, sehr gut. Du bist schlau, aber das überrascht mich nicht. Vielleicht traust du dir in deinen jungen Jahren noch nicht genug zu. Ich will dir erzählen, wie wir hierher gekommen sind. Ich habe gesehen, wie du in Atlantis mit dem Zeitverlauf jongliert hast. Ich weiß, dass du die Macht der heiligen Steine entdeckt hast und wie der als purpurroter Spur bekannte Kult ihre Macht erntete, um Atlantis zu seiner vollen Pracht zu bringen. Eine Pracht, die dazu bestimmt war, zu versinken. Aber nicht ganz. Was ist mit meinem Interface los? Ich hab einen Frosch im Hals. Verrückt. Ich habe dich wieder für eine Weile verloren, Detective. Wie auch immer. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Okay, finde heraus, wie das Allerheiligste durchbrochen wurde. Das Allerheiligste ist jetzt hier sozusagen... Warte mal, schalten wir das jetzt mal aus. Was ist das hier? Nee. Können wir die Ticks ändern? Oh, das geht gar nicht. Okay, dann gucken wir noch mal rein. Wie wurde das Allerheiligste zerbrochen? Durchbrochen. Gibt es keine Kartons? Weil die nicht aufpassen, oder was? Ich weiß gerade gar nicht genau, was sie jetzt von mir wollen. Was haben wir denn hier oben? Ah, Prinzen. Wie wurde das Allerheiligste durchbrochen? Was meinen die denn jetzt damit? Ich verstehe nicht genau. Finde heraus, wie das Allerheiligste durchbrochen wurde. Warte mal, hier war auch noch ein Raum. Was war jetzt hier nochmal? Die schwatzen da rum, die achten auf nichts. Ne, die sind es nicht schuld. Okay. Gut, dann können wir die schon mal schließen. Ich wüsste ehrlicherweise nicht genau, was ich jetzt machen soll. Was ist jetzt die Aufgabe? Das ist schon schwierig, ne? Wenn man die Aufgabe schon nicht versteht. Dann drücken wir mal hier raus. Suche nach Hinweisen, um herauszufinden, wie der Dieb in das Allerheiligste eindringen konnte. Naja, wahrscheinlich mit der... Weiß ich jetzt aber auch nicht. Wie konnte der denn ins Allerheiligste eindringen? Hier ist eine Türe offen oder so. Ich weiß es auch nicht. Durch die Türe ist nicht so cool. Nee, ich weiß... Auch jetzt habe ich das weggeklickt hier. Klicken wir nochmal hier drauf. Der Dieb gelangte durch eine geschaffene Öffnung in der hinteren Wand hinein. Was? Das hier? Okay, das hat aber jetzt keiner verstanden, oder? Ich meine, die Öffnung sah halt aus wie eine ganz normale Türe. So, eine Öffnung in der Wand. Deine Auffassungsgabe beeindruckt mich erneut, Detective. Ja, meiner jetzt mich auch, also.
Aber warte mal, etwas stimmt da nicht. Während ich versuchte, Daten über die Öffnung zu sammeln, verschwand sie plötzlich aus unseren Systemen. Zum Glück konnte ich eine schwache Energiespur aufzeichnen. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Wir sollten sie direkt analysieren. Bitte? Auf ins Bettmobil. Bam. Okay. Klirr. So, Chimera X. Ah, wie ich erwartet hatte. Oder genauer gesagt, befürchtet. Die Öffnung in der Wand war eine von Chimera erschaffene Raumzeitanomalie. Betrachte mal diesen Aspekt unter unserer Entdeckung, Detective. Wenigstens wissen wir jetzt, mit welcher KI wir es zu tun haben. Das ist schon mal gut. Unsere Arbeit ist aber noch nicht erledigt. Wir müssen identifizieren, wer tatsächlich die Klinge gestohlen hat. Wenn unsere Theorie korrekt ist, handelt es sich bei dem Dieb um einen der Vorfahren von Wolpin 3. Wir müssen das potenzielle Mitglied der Wolpin-Dynastie finden. Oh, wie sahen die denn die nochmal aus? Oh. Wissen wir noch, wie die aussahen? Okay, wir machen das hier erstmal zu, oder? Wo sind wir denn jetzt? Bei Tick 2. Wie sahen die denn nochmal aus? Hatten die nicht einen Schnäuzer? Du bist es nicht, oder? Nee, ist nicht mehr gut. Nicht alles denken können. Der hier vielleicht? Ach ja, mit dem Monokel. Genau, die hatten so Monokel. Jetzt erinnere ich mich wieder. Sehr gut. Dort. Und sieh mal, er trägt ein Monokel. Er könnte sehr wohl der Ahne sein, nach dem wir suchen. Und doch habe ich gerade keine verlässlichen Informationen über ihn. Wir müssen eine Datenbanksuche durchführen, um unseren Verdächtigen zu bestätigen. Na, dann mal los. Go for it. So, Proteine zum Datenbankabgleich gestartet. Na, dann los. Ach, ich hasse das. Das ist echt kein schönes Spiel. So, Achtung. Da ist das. Jetzt brauchen wir den Turban. Da ist der Turban. Okay. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir das Monokel. Da war das Monokel auch schwach zu erkennen. Ja, und jetzt brauchen wir die Hand. Nee, vielleicht die gierige Zahnlücke. Ja, genau. Sehr gut. Es ist nicht einfach, sage ich euch. Es ist nicht einfach. Identität bestätigt. Das Glück scheint uns hold zu sein. Wir haben es in der Tat mit Wolpin zu tun, einem stolzen Mitglied der berüchtigten Diebesblutlinie der gesamten Geschichte. Wie wir bereits herausgefunden haben, ist die Rolle der Wolpins in der wahren Zeitlinie fest verankert und kann nicht verändert werden. Aber keine Sorge, wir sind keine hilflosen Zuschauer. Wir können immer noch versuchen, die Klinge ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückzuführen. Orte unseren Dieb und die Klinge. Mit etwas Glück können wir beim Lösen dieses Paradoxons auch etwas über Wolpin und seine Dynastie erfahren. Na, kein Problem. Okay, das heißt, der hat die Klinge jetzt. Wobei man ja auch mal sagen muss, es ist ja gar nicht klar. Also bei 3 hat er das ja entdeckt, aber ist er bei 4 quasi mit der Klinge gerade erst geflüchtet? Ich würde denken, nein. Ist auch schön, wie sie jetzt hier den Namen versuchen zu switchen. So, wir suchen also diesen Mann mit diesem Monokel. Lass uns nochmal gucken, wie der aussah. Der hatte so einen Turban an, ne? Mit so einer Feder oben drauf. Okay. Hier. Da ist er. Du kriegst dein rechtes Ohr. Dort. Ja, ich habe ihn zuerst gesehen. Wenn er auch unser Täter zu sein scheint, so haben wir noch keine vollständige visuelle Bestätigung. Da ich keine weiteren Paradoxons erschaffen will, indem ich der falschen Person folge, würde ich dich freundlich bitten, doppelt zu prüfen, dass es sich wirklich um Wolpin handelt. Ja, kein Problem. Müssen wir jetzt schon wieder eine Subroutine machen? Ah. Ich finde die Minispiele ja nett, aber ich habe ja beim letzten Mal schon einige Male gesagt,
Ich finde es zu viel. Lass mich doch einfach mal hier ein bisschen mehr suchen. Das macht doch viel mehr Spaß. Bildscan abgeschlossen. Wehe mir. Nun, technisch gesehen, wehe uns. Ich wusste es. Wir wurden hereingelegt. Die Kleidung ist tatsächlich die gleiche, aber die Person ist es nicht. Es sieht aus wie Nebkar, einer der Bediensteten des Pharaos. Wolpin hat seine Kleidung mit einem Teilnehmer getauscht. Wir dürfen annehmen, dass er wie ein Diener gekleidet ist. Zugegeben, das war geschickt. Alle Diener im verlorenen Zeitalter mussten Masken tragen. Die perfekte Verkleidung, um in einer Menge unterzutauchen. Das wird ihm aber nichts nützen. Wir können hinter diese Masken schauen, Detective, wie wir es auch in dem Fall die blaue Maske getan haben. Auf geht's. Also wir suchen jetzt an irgendeinen Diener. Warte mal, die Maske war... Das hier war die Maske, ne? Hier ist eine. Da ist er auch schon. Ach, guck mal. Und zoomt auch direkt dran. Das ist natürlich nett. Klinge verborgen. Du hast ihn gefunden. Nur schade, dass er die Kardinalsklinge unter seiner Tunika verbirgt. Wir sollten ihm folgen. Wir müssen dem richtigen Tick folgen, um uns die Klinge zurückzuholen. Kein Problem, würde ich sagen. Tick 5. Hat er die Kleidung jetzt abgelegt oder müssen wir die noch... Ah, hier ist er. Ich sehe ihn schon. Da ist er. Die Kardinalsklinge ist ein riesen Apparello. Mal ganz kurz gucken. Das hat so wie ein riesiger Fotoapparat. Und ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen und dachte tatsächlich, es handelt sich dabei wirklich um ein Fotoapparat. Ah ja, gut. Aber ich sag mal, dann lässt sich das relativ leicht finden. Sag ich jetzt so großkotzig, ne? Und die nächste Dreiviertelstunde bin ich dann damit beschäftigt, das Zeug zu finden. Da. Da ist die Klinge. Aber was macht er damit? Was wird hier gemacht? Seid's nicht. Ist bestimmt hier hochgerannt damit. Hier. Aber guck mal, das sieht doch genauso aus wie die Klinge. Nicht? Also er schaut aus, als hätte er jetzt diese Klinge da in der Hand, aber das würde ja heißen, dass wir Wolpin irgendwo suchen müssten. Man kann diese ganzen Säckchen hier wegnehmen, das ist auch echt gut. Nützt aber gerade im Spiel so gar nichts, gar nichts. Ist der denn? Ist er das hier? Ne, aber er hat ja kein Monokel an. Ist er verliebt? Nee. Warte mal, der ist bestimmt hier in dieses Ding reingegangen. Und wo kommt er da raus, wenn er da reingeht? Wo kommt er denn da raus, wenn er da reingeht? Wir haben kein anderes mehr, oder? Der hier? Nee. Ich wollte sagen, der hat keinen Monokel an, ne? Aber der hat sowas Ähnliches wie so ein Monokel an. Also der ist ja immer noch hier so gekleidet mit so einem komischen Dings auf dem Kopf. Da. Aber er sieht traurig aus. Keine Klinge. Ja, genau. Okay, das heißt, wir haben die Klinge schon. Da ist er. Aber wo ist die Klinge? Er sieht ziemlich elend aus, als hätte er etwas verloren. Er muss die Klinge weggeworfen haben, um die Wache abzulenken und zu entkommen.
Wenn Volpin die Klinge wirklich weggeworfen hat, dann hat die verfolgende Wache sie vielleicht aufgehoben. Dieses Szenario würde uns in die Hände spielen. Vielleicht bringt unser Ausbund der Gerechtigkeit bereits das Liebesgut zurück zum Hohepriester. Versuche, die richtige Wache zu finden. Wir brauchen Gewissheit. Ja, habe ich ja schon. Guck mal hier, habe ich ja schon. Da. Easy. Sicher? Oh oh. Das ist nicht gut, Detective. Die Wache ist auf dem Weg zur Kaserne. Höchstwahrscheinlich hat sie nicht realisiert, dass sie die Kardinalsklinge in den Händen hält. Eine der heiligsten und am meisten geschütztesten Relikte im Besitz des Hohepriesters. Wenn unsere Wache die Klinge der Kaserne liegen lässt, wie einen gewöhnlichen Gegenstand, besteht die Chance, dass ein Anhänger des Schwurs sie früher oder später findet. In diesem Zeitalter waren sie verdeckt unterwegs, doch anscheinend waren einige von ihnen unter den Wachen. Wir dürfen das nicht zulassen. In der wahren Zeitlinie, gegen Ende des verlorenen Zeitalters, hatte das Auge von Ra die Klinge. Lass uns nach vorne reisen und sie zurückholen. Gar kein Problem. So, wo ist er denn? Wo ist eigentlich diese Kaserne? Das kann ja nicht die Kaserne sein, oder? Ah, doch, hier, das hier. Es scheint eine Kaserne zu sein. Guck. Na gut, also er ist jetzt damit dahin gerannt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die vielleicht in einem der... Ah ja, da ist er auch schon. Ja, gut. Kann gehackt werden. Na los. Hier ist das Relikt. Jetzt müssen wir die Wachen davon überzeugen, dass es ein heiliger Gegenstand ist, der dringend zurück zum Hohepriester gebracht werden muss. Ich habe eine Idee und bin sicher, dass es funktionieren wird. Schau mal. Ja, dann. Krippepop. Temporallink, erfolgreich. Alles klar. Die Kardinalsklinge ist ein Relikt aus dem alten Atlantis und damit kann ihr technomagischer Kristall gehackt werden. Ja, Detective, wir können ihn überreden, ein überaus spektakuläres Leuchten auszustrahlen. Das sollte die Aufmerksamkeit unserer Wachen zurecht erwecken. Die Relikte aus Atlantis haben ihre Schöpfer überlebt. Im verlorenen Zeitalter wurden sie von der Organisation Auge von Ra gefunden und bewacht, um die Menschheit zu ihrer früheren Pracht zu verhelfen. Ach, wenn sie doch nur geahnt hätten, was sie da taten. Ihre Ambitionen und Zusammenstöße mit Mitgliedern des purpurnen Schwurs führten zum Zusammenbruch des verlorenen Zeitalters. Hast du gedacht, alles sei vorbei gewesen? Wie falsch du da liegst. Zwischen all dem Dampf und dem Getrieben der Industrie erlebte das Dampfzeitalter einen großen Fortschritt. Und wie so oft kam mit solchem Fortschritt auch soziale Ungleichheit. Und damit die Revolution, neue Dämmerung, eine Organisation der geschundenen Arbeiter, machte die Technologie für die Kluft in der Gesellschaft verantwortlich. Der unglückliche Tod eines maroden Schöpfers offenbarte der Organisation die Existenz des purpurnen Schwurs und das Auge von Ra. Es war das Ende einer Ära, eine weltweite Revolution. Okay. Ach, du ahnst es nicht. Das finde ich immer mega komplex, oder? Oh, vielleicht geht es jetzt auch direkt. Wer weiß das schon? Ja. So, schalten wir das nochmal aus. Geh nochmal einen raus. Geh nochmal einen rein. Oh, und drehen das jetzt mal hier in die Richtung. Ist das jetzt nicht? Okay, das ist irgendwie zu komplex. Nochmal von vorne. Nein. So, die hier, die haben wir ja. Ich muss nur noch den hier anzünden, richtig? Ist nicht drin.
rennen, weil der jetzt hier quasi im Weg steht. Aber ist das nicht egal? Okay. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Es hat jedenfalls funktioniert. Manchmal muss man in Spielen auch Glückstreffer hinnehmen. Es ist geschafft. Nachdem sie Zeugen eines solchen Spektakels geworden sind, werden die Wachen ohne Zweifel den Hohepriester alarmieren. Das Paradoxon ist gelöst und diese Anomalie wird sich bald stabilisieren. Hervorragend. Gute Arbeit, Detective. Beeilen wir uns zum Zentralrechner. Wir haben eine Menge zu diskutieren. Ich bin gespannt. Also, Detective, denkst du, es steckt etwas hinter Volpin und seiner Dynastie? Er ist dank unserer Einmischung bei den Noxen frei, aber das haben wir ja nur getan, um ein Paradoxon zu lösen, das überhaupt nicht hätte stattfinden dürfen. Wir haben nicht genug Beweise, um eine schlüssige Theorie aufzustellen. Also schlage ich vor, dass wir unsere Aufmerksamkeit anderen Dingen zuwenden. Zum Beispiel frage ich mich, ob es eine Verbindung zwischen den Artefakten gibt, die die Volpins zu stehlen versuchen. Bis jetzt haben wir eine Maske gesehen, eine Klinge und einen Fuß. Ich sollte einen Tiefenscan mit den Bildern in meiner Datenbank durchlaufen lassen und sehen, welche Daten wir erhalten. Mach das mal. Alarm, Alarm, okay, alles klar. Unbekannte Energiesignatur im Dampfzeitalter entdeckt. Oh nein, Analyse wird durchgeführt. Oh nein. Abgeschlossen. Analysebericht, quantenverschlungene Marker gefunden. Eine andere KI spielt mit dem Dampfzeitalter herum, eine, die wir bisher noch nicht kennengelernt haben. Was? Wir wissen los, Detective. Na komm, dann gehen wir direkt rein. Ich bin sehr gespannt. Also hier passiert jetzt gerade irgendwas. Die scharlachrote Schlange. Ich finde es krass, wie viele Fälle es gibt, ne? Detective, die Energiesignatur, der wir folgen, gehört eindeutig zu einer nicht identifizierten KI. Wenn die Natur des Signals auch unmissverständlich ist, so ist sein Ursprungspunkt ziemlich unscharf, höchstwahrscheinlich, weil unser noch immer anonymer Feind eine Art Paradoxon verursacht. Interessant. Das Paradoxon scheint sich um ein manipuliertes Ereignis zu drehen, das seinen Ursprung im 616-Express hat. Wenn ich mich recht erinnere, beschwert ihr Menschen euch ständig über Züge und Verspätungen. Ja, das ist vielleicht so. Nun, ich kann nicht behaupten, dass ich die armen Pendler in diesem Fahrzeug beneide. Eine Ziege auf Schienen? Unglückselig, aber vorhersehbar, wenn man die Natur unserer teuflischen, behuften Feinde bedenkt. Aber ein Zeitparadoxon. Das ist keine tägliche Begebenheit. Aber bitte verzeih mir, ich schweife ab. Kehren wir zur anstehenden Aufgabe zurück. Wir müssen den Express finden und in Erfahrung bringen, was vor sich geht. Gut, ich sag mal, die Ziege ist ja hier wahrscheinlich. Können wir den hier aufbauen? Ja. Ich markiere das mal. Ja. Stopp, die Demonstranten halten ihn auf. Streikende Arbeiter blockieren die Gleise. Ah ja. In dieser Zeit nicht gerade ein unerwartetes Ereignis. Und zum Glück keine Ziegen. Neue Dämmerung verlagert den Kampf auf die Straße. Das Ende des Dampfzeitalters hat begonnen. Und doch ist das nicht, wonach wir suchen. Der Express hat selbst in der Wachenzeitlinie nie den Bahnhof verlassen. Aber meine Sensoren erfassen noch immer Quantenanomalien, die den Zug umgeben. Vielleicht sind wir am richtigen Ort, aber im falschen Tick. Lass uns ein wenig nach vorne reisen und schauen, was passiert. Ja. Dem letzten Tick. Okay, suche nach anderen Hinweisen. Oh, hier ist was Schlimmes passiert. Irgendein Schwein ist durch das Fenster gefallen. Da, eine Leiche. Warum bin ich nicht überrascht? Es fühlt sich an, als würde ich mich an Gewalt gewöhnen. Oh, hör nicht auf mich. Ich vermute, alle Detektive fühlen so. Das wirst du mit der Zeit erkennen. Aber zurück zum glücklosen Protagonisten unserer Szene. Sein Name war William Gloom, einer der vielen Schöpfer dieses Zeitalters. Dreimal darfst du raten, Detective. Er hätte nicht an diesem Tag sterben sollen. Ich muss mal ganz kurz gehen, das tut mir sehr leid. Nicht, weil das Spiel so langweilig ist, sondern weil ich einfach gerade gegessen habe. Und ich glaube, ich habe Sauerstoffmangel. Und das Blut ist gerade im Magen. Okay. Weiter im Text. Das Ende des Dampfzeitalters war ein Durcheinander und er sollte dessen letzten Tage nicht mehr erleben.
Und doch, wenn wir unsere mysteriöse KI finden wollen, müssen wir wissen, wie er gestorben ist. Dann wieder ein Tick zurück. Achso, jetzt machen wir jetzt wieder so eine Subroutine. Scheiß. Okay. Dann würde ich sagen, du mal dahin. Du mal dahin und du mal dahin. Und du auch mal dahin. Und du jetzt mal dahin. Ja, ist jetzt auch nicht so schwer, ne? Wie gesagt, es nervt halt eher, weil es diesen Spielfluss hier ein bisschen unterbricht. Unglaublich hohe Adrenalinwerte gefunden. Todesursache Herzversagen aufgrund von starkem emotionalen Impuls, höchstwahrscheinlich Angst. Finde die Ursache seines Schreckens. Etwas, das grauenvoll genug sein musste, um jemanden dazu zu bringen, aus dem Fenster eines Zuges zu springen. Gut, aber ich sag mal, das Fenster des Zuges, jetzt mal ernsthaft, ich meine, das ist ja, der ist ja, da steht ja der Zug. Irgendwas Gruseliges, ich würde sagen, das hier ist gruselig. Nein, die Schlange ist gruselig. Ja, okay, er hat Angst vor Schlangen. Eine Schlange in einem Zug. Und ich dachte, man wäre wenigstens in diesem verlässlichen Transportmittel immun gegen Ophidia-Invasionen. Es ist aber nicht das schreckliche Monster, das ich erwartet hatte. Eine Schlange ist bei weitem nicht so furchterregend wie andere Kreaturen. Ziegen zum Beispiel. Aber trotzdem sind Schlangen für viele Menschen abscheulich und furchteinflößend. William Gloom war einer von ihnen. Laut meiner Datenbank handelte es sich bei ihm um den ersten dokumentierten Fall von akuter Ophidiophobie. Wie auch immer. Schlangen bewegen sich normalerweise nicht mittels öffentlicher Verkehrsmittel. Zumindest nicht in diesem Zeitalter. Lass uns zurückgehen und sehen, wie dieses Tier im 616 landen konnte. Wie nur eine? Nur ein Tick? Okay, ich sag mal. Hier sind noch ein paar Kisten zum kaputt machen. Sag mal so, das kann ja jetzt nicht so weit weg sein. Also irgendjemand wird ja jetzt hier eine Schlange da reingesteckt haben. Also muss ja hier nah am Zug sein, oder? Ja, bei denen hier alle nicht. Also irgendwo muss ja eine Schlange geben. Da noch mal rein. Also er ist ja da. Die Schlange war zusammen mit seinen Erfindungen in Williams Koffer. Recht merkwürdig, finde ich. Wenn William Glooms Phobie in meiner Datenbank ist, muss sie in seiner Zeit bekannt gewesen sein. Jemand hat diese Schlange eindeutig absichtlich hier platziert, um unseren Schöpfer zu schaden. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, jemals ein sinnloseres Gerät gesehen zu haben, aber wer bin ich schon, um zu urteilen? Vielleicht wurde es im Dampfzeitalter als Meisterwerk futuristischer Unterhaltung angesehen. Glücklicherweise wird das Gerät von einer Batterie angetrieben. Wir können also ihre Energie nachfolgen. Ich habe jetzt irgendwie den Anschluss verpasst. Ach, wir hätten... Also die Schlange war im Koffer, ja? Okay. Energie-Tracking. Okay, go for it. Ja, okay. Ah, seine Frau hat ihm das Paket gegeben. Na klar, die Frau. Hier ist der Koffer mit seinem noch immer intakten, merkwürdigen Inhalt. Die Frau, die ihn zu William bringt, ist Livilla, seine Ehefrau. Was für eine erbauliche Familienszene. Bevor unser Opfer den Zug nahm, befand sich der Koffer, den wir jagen, in ihren Händen. Und soweit wir das sehen, hatte niemand außer ihr die Möglichkeit, ihn zu manipulieren. Livilla ist unsere einzige Verdächtige, vorerst zumindest. Unsere beste Chance ist, zu dem Moment in der Zeit zurückzureisen, bevor William zum Bahnhof ging und ihr Verhalten zu beobachten. Wir müssen sie aufspüren. Okay, sie hat so eine sehr auffällige Frisur. So eine Schweinenase.
So, machen das Thema wieder zu. So, wir sind jetzt bei Tick 6. Also das heißt, allzu weit kann sie theoretisch nicht sein. Obwohl, sie kann schon halt sehr weit sein, aber naja. Hat sie das hier vielleicht gekauft im Zoo? Also wir suchen jetzt quasi, genau, wir suchen jetzt die Ehefrau, die aber im Grunde genommen vielleicht auch irgendwo eine Schlange kauft. Sie hier. Die Frisur ist sehr auffällig, meine Damen und Herren. So, wir gehen jetzt mal einen Tick zurück, beziehungsweise ihr, die ihr jetzt hier zuguckt, ihr geht jetzt mal einen Tick nach vorne und guckt einfach das nächste Video, was von Crime O'Clock rauskommt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns. Macht's gut.